Ja, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Wir haben jetzt ungefähr ein, zwei Wochen, nachdem Lützerath zerstört worden ist, geräumt worden ist. Und trotzdem sind immer noch Leute hier, die sich damit solidarisch erklären. Und das tut mir natürlich persönlich auch gut. Wir haben im Endeffekt gesehen, dass die Politik nicht in der Lage war, Lützerath zu befrieden und deswegen Lützerath abgerissen hat. Und das ist eigentlich eine Kapitulationserklärung der Politik, weil sie diese Möglichkeit nicht für sich in Betracht gezogen hat. Und die Grünen haben uns im Endeffekt, das muss man leider sagen, außer Katrin Henneberger, haben sie uns im Regen stehen lassen. Sie haben sich von uns wählen lassen, aber sie haben dann nicht diese Möglichkeit genutzt, um uns diese Klimagerechtigkeit zu geben, die notwendig wäre, um Lützerath zu erhalten, Das ist leider vorbei. Und dennoch brauchen wir im Endeffekt auch für die Zukunft genau diese Richtungsweisung, dass wir im Endeffekt nicht am Ende sind, sondern dass es weitergeht, dass die Klimagerechtigkeit noch nicht am Ende ist. Lützerath ist gefallen, aber die anderen Dörfer sind gerettet und wir müssen weitergehen, damit in Zukunft diese Art der Vernichtung von Dörfern, von Ackerböden nicht mehr gegeben sein kann. Viel fällt mir jetzt im Moment nicht mehr ein. Ich danke euch allen, die ihr in Lützerath mitgeholfen habt, den Widerstand aufzubauen, der sehr vielfältig gewesen ist, der sehr facettenreich gewesen ist. Wir haben 2,5 Jahre der Politik gezeigt, dass wir in der Lage sind, dagegen zu halten. Am Ende hat die Politik sich durchgesetzt, das war uns allen klar. Aber allen, die mitgeholfen haben, den Widerstand in Lützerath aufzubauen, vielen herzlichen Dank.